Stimmt, wir haben gestern ja noch einige kleine Nebenaufgaben gemacht. Ich muss das hier einmal so hinschieben. So, steht das schon mal? Ja, danke. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein, Vorspann brauchen wir nicht. So, Auf fortfahren. der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem Oh ja, das maskierten hatten wir ja heute Magier schon. mit einem Versteck, an dem Gestern. Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Jetzt sind wir Der in der Hexer Hauptquest noch nicht machte sich mit weitergekommen. Keira auf den Aber Weg. ist ja auch nicht so Ciri wild. hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Wir wollen Gegensatz ja zu auch uns ein Velia. bisschen um die ganzen Die Nebenaufgaben kümmern. Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf Ach ansetzte. ja, wir müssen noch in diesen ekelhaften Sumpf. Nein, ich weiß nicht, ob ich das heute mache. Hallo, mein hübscher Geralt. Wobei mit deiner Frisur, naja. Ich glaube, ich lasse ihm, glaube ich, bald wieder seine alten machen. Das Ziel scheint erfüllt. Jeder deiner Schritte wird Okay. beobachtet und beurteilt. Das ist sehr schön. Wir hatten doch hier hinten noch eine Anschlagtafel. Ja, hier haben wir doch eine Anschlagtafel. Hier werden wir einfach auch nochmal die ganzen Aufgaben mitnehmen. Das schadet ja nicht. Am Ende vergessen wir es wahrscheinlich sowieso, wenn ich sie machen würde. Also, Hilfe, gute Leute. Gibt es denn in diesem beschissenen Lager nirgends was zu trinken? Ich habe die halbe Welt bereist, vielleicht sogar die ganze, und nie ist mir ein Ort begegnet, der so ausgetrocknet war wie dieser. Man könnte glatt gewalttätig werden. Wenn irgendwo noch Fuse hat, soll er mich rufen. Oh, drin! Dann finde ich ihn und wir werden kräftig einen drauf machen. Helft einem alten Campen, ehe er ausdurrt wie ein Regenfass in der Wüste. Ach, komm nicht schon wieder, Odrin. Nicht wieder der Bensowski aus Teil 2. Sagt mir nicht, dass er hier auch rumlungert. Ey, bitte. Komm schon. Tut mir das nicht an. Ich will nicht wieder einen Besoffenen von A nach B nach C tragen. Nur weil er mal wieder zu einem über den Durst getrunken hat. Beziehungsweise in diesem Fall vorhat, einen über den Durst zu trinken. Das geht nicht gut. Oh drin, ey, komm. Wir können ja gestohlen bleiben, der O drin. Nach den Unruhen. In Anbetracht des gestrigen Vorfalls und des zugrunde liegenden Konflikts zwischen Männern aus Edirn und Temerien ergeht der Befehl, dass die Flüchtlinge ab sofort in Gruppen auf Basis ihrer Herkunft unterteilt werden. Wer dies nicht beherzigt, wird aus dem Lager verbannt. Leicht rassistisch. Lagerwache. Der Kommandant des redanischen Regiments organisiert eine Lagerwache. Wer helfen will, den Frieden im Lager zu wahren, soll sich sofort beim Quartiermeister melden. Freiwillige erhalten Waffen zur Verwendung im Dienst, sowie die Dankbarkeit unserer gnädigen Herrschers König Radovid. Ja, die ist klar. Vermisst, Georg Lessek. Georg Lessek, wenn du es in dieses Lager geschafft hast, dann hinterlasse mir unbedingt eine Nachricht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch bleiben kann. Vielleicht treffen wir uns. Sucht nach deinem Vater, er ist tot. Such nicht nach deinem Vater, er ist tot. Ja, melde dich, mein Sohn. Das gerade schon. Essensration. Alle Flüchtlinge sollen sich beim Quartiermeister melden. Er teilt die Karten für die Essensration aus. Sie berechtigen den Inhaber zu einer Mahlzeit täglich. Das ist aber nicht viel. Obdach. Der Feind lauert mitten unter uns. Gestern wurden nilfgaardische Soldaten erwischt, die sich im Lager verborgen hatten. Sie waren in Zivil gekleidet und gaben sich als Flüchtlinge aus. Der Lagerkommandant verlangt von uns allen Wachsamkeit. Achtet auf eure Nachbarn und behaltet sie im Auge. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, hat sofort zu berichten. Das Verstecken von kaiserlichen Soldaten wird hart bestraft. Natürlich. Gut. Dann die Hauptquest klappen wir mal zu. Schatzsuche haben wir auch noch, ist aber Stufe 9, sollten wir noch nicht tun. Preisschlinge. Wo sind die denn? Wo sind denn die Kreischlinge? Okay. Da hinten.
Krähenfels. Gut. Wäre einmal das. Und hier haben wir noch die ganzen anderen... Ich weiß nicht, was unsere Tiere da über uns, über mir machen, aber... Es tut schon weh in den Ohren. Alter. Die nehmen das Haus auseinander. Ich suche den Wahrsager. Falsche Papiere. Gewinnt Karten. Wieder gegen den Wirt. Machen wir erstmal das hier, würde ich sagen. Das findet sich am Arsch der Welt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Machen wir das erstmal. Kein Problem. Ja, unser Pferd möchte nicht zu uns kommen. Ich rate dir. Da. Plötze, komm her. Denke. So. Dann folgen wir mal dem Wege. Wenn es hier noch einen gibt. Banditen. Ja, jetzt steig mal ab, bitte. Ich würde gerne einmal Banditen mitzählen. Aua, aua, aua. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ja, yeah, meine Mama, ihr lebt, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mehr in diesem Spiel. Pferd ist natürlich ein bisschen unfair. So. Dann können wir dich rauslassen. Lass mich raus! Ich flehe dich an! Ah, da ist bestimmt der Schlüssel. Ja. Ja, ich habe den Schlüssel gefunden. Alles gut. Brauchst du dich nicht aufregen. Die Schwerter brauche ich nicht alle mitnehmen. So. Geralt, könntest du dich, wenn ich möchte, dass du dich umdrehst, könntest du das dann noch tun? Ja. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Das ist sehr lieb von dir. So, da hinten sind noch mehr Banditen. Die ist einfach mal nicht interessiert, dass wir ihren Bruder gerade abgemetzelt haben. Aua. Dass die Pferde aber auch keinen Schaden nehmen. Kommst du jetzt mal... Kannst du mal aufhören, mein Pferd zu jagen? Hallo. So, sehr schön. Das Brot nehmen wir mit. Keine Angst, Pferd. Von dir wollen wir nichts. Hi. Wenn ich da oben lang reite, bringt uns das was? Naja, mir schlecht als recht. Obertal. Vielleicht hätten wir irgendwo mal gucken sollen bezüglich eines Händlers, der ein bisschen was verkauft, wie Salpeter oder sowas. Dann könnten wir nämlich endlich mal wieder Bomben herstellen. Los. Nein! Geralt, bitte einmal wieder aufs Pferd drauf. Ich wollte nur das Schwert wegstecken. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie zusammenkriegen. Das ist ein Necker. Lass mich da mal hingehen, Geralt.
bedeutet aber bestimmt, dass sie hier ein Nest haben. Aua. 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 Mit dem Schlagen klappt nicht immer. Die kriege auch noch so. Sehr schön. Kann ich hier einmal meditieren? Weil wegen Schwalbe und so. Ja, sehr schön. Kleines blaues Untergehen. Ja, das einfach mal mit. Brauchen wir später eh für die Alchemie. Eine Kiste. Was immer noch wichtiger wäre, dass ich irgendwo Salpeter finde. Das ist aber auch keiner mal dabei hat. Die Hose können wir tragen. Warte, diese Kisten. Bärenrüstung. Ja, das nehmen wir doch natürlich mit. Wären wir dumm, wenn nicht. Mach doch endlich mal. Hör doch auf, auszuweichen. Ist das ein Gewuse hier? Stirb einfach nur. Noch nicht angefangen. Beziehungsweise, ja, den ersten Band der Vorgeschichte hatte ich ja gelesen. Aber ich will nächsten Monat auf jeden Fall anfangen. Sobald Geld auf dem Konto ist, werden sich die restlichen Bücher bestellt und dann. Dann geht's aber los. Dann geht's ins Lesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Das wird, die Vorfreude steigt ins Unermessliche, so langsam. So, ich hoffe aber, du hattest einen schönen Tag. Und bisher ein schönes Wochenende, sofern du nicht arbeiten musst. Da ist nichts zu weit. Waren wir von hier? Nein. Hier ist einfach nur nichts. Guti. So. Leiche nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Und das nehmen wir auch mal mit. Doppler-Absud, okay. Kann ich dann schon wieder irgendwas herstellen? Blaues Muttergehen kann ich herstellen. Was fehlt uns denn für Katze noch?
Wasseressenz, okay. Öler. Ach du Grüne, dann haben wir viele Öler, die wir doch brauchen. Büffelgras. Ehrenfett. Kreuzdorn. Mistelzweig. Genazierblüten. Im ersten Teil wüsste ich, wo die sind. Insektoidenöl, das bräuchten wir auch noch. Ah, mal Schwert wegstecken. Weil ich glaube, irgendwas haben wir da drin übersehen, oder? Vielleicht gibt es da drin wieder irgendein Nest, was ich noch nicht erledigen kann. Achso, eine Kiste. Da wäre die Kiste. So. Gut, hier haben wir alles. Pferdchen ist weg. Müssten wir gleich wieder rufen. Wir können ja erstmal ein bisschen Kräuter sammeln gehen. Wenn Geralt das überhaupt möchte. Nein, 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 nein. Hier rüber. Perfekt. Ist aber ein relativ langer Weg nach da hinten. Ich bin nur erstmal dahin. Guck mir da nochmal die Anschlagtafel an. Und dann nach da. Per Schnellreise fortbewegen. Aber eigentlich möchte ich erstmal einen Händler finden. Da wäre jetzt eigentlich erstmal das, was wir am ehesten bräuchten. Wir gehen gerade in die Fettung. Wenn die hier bitte Geralt. Rennen um dein Leben. Hallo Battle Fame! Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Du warst ja eine Kiste. Oh Gott. Zwei Zahnblüten. Sehr schön. Sind die irgendwo in der Siedlung kommen? Bin ich in der Siedlung aber komplett. Einmal komplett vorbeigelaufen. Okay. Was soll's? Gehen wir erstmal da zur Taverne hin. Und paar Wildhunde. Die aber nicht gerade gesund aussehen. Nein, nein. Ja. War ganz okay. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Haben vorhin mal einen kleinen Ausflug mit unserem Hund gemacht. Unserer Welpin. Und ja, war ganz schön. Hat einen kleinen Regenguss. Und ja. War aber echt schön. Und auch mal nötig, endlich mal wieder rauszukommen. Jetzt wird zurzeit nicht ganz so einfach. Jo, hallo, meine Ertrunkenen. Okay. Bin ja froh, dass Geralt hier wenigstens sein Schwert automatisch wird. Wieder so schön. Aber wir wollen nicht schwimmen. Wir wollen nicht schwimmen. Aua. Sei artig. Schön. Nicht. Aber du. Du. Noch einer. Nein. Sonst will keiner mehr. Aber dich nehmen wir noch mit.
Was haben wir da? Achso, von denen haben wir, glaube ich, auch schon genug. Bin mir nur nicht sicher, ob wir jetzt die Händlerin hier finden, die ich brauche. In Weißgarten wüsste ich jetzt, wo wir hin müssten. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Du? Warum mögen mich die Katzen nicht? Er ist ein Halunke, kein Baron, ein Bandit. Ich glaube nicht, dass ich ihr irgendwas kaufen kann. Ja, es ist halt gute Schinke. Ich brauche doch nur Salpeter. Oh, ich brauche gar nicht. Nutze. Ah, da. Hallo, mein schönes Pferd. Warum haben die Katze keinen Wolf? Ja, weiß ich nicht. Komm schon, Blitze. Wir haben beide Pelz. Wie kann man einander nicht mögen? Das verstehe ich nicht. Schneller. Ah, oh Mann. Wir haben es ja bald. Weil wir sind jetzt hier schon wieder bei der Burg. Wobei, hier kann ich dann vielleicht erstmal gucken, ob ich Salpeter finde. Ich will endlich wieder Bomben herstellen. Ich brauche Bomben. Das wird sonst nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das da kriege. Wieder von den normalen Händlern. Beweg dich! Ich möchte jetzt ungern nach Weißgarten reisen, nur damit ich an Salpeter reinkomme. Ich weiß nicht, müsste da jetzt lang. Lauf, Blitze! Ja. Nach da vorne hin wirst du doch wohl noch rennen können. Na, aber knapp. Schade. Aber jetzt reite. Hast du schon mal welche gebaut? Ja. Habe ich. Aber dann braucht man ja trotzdem die weiteren Zutaten. Selbst wenn man dann meditiert. Meine ich. War bei mir, oder? Ja, das hier sind aber die. Doch, die habe ich noch. Die habe ich noch. Aber ich glaube, ich habe danach nicht mehr genug. Glaube ich. Befürchte ich. Ich meine, ich kann hiernach dann keine automatisch mehr herstellen. Doch, ein bisschen habe ich noch. Ich spiele tatsächlich ausnahmsweise auf leicht. Weil mich die letzten zwei Witcher-Teile auf normal sehr viele Nerven gekostet haben. Deswegen habe ich mich diesmal für den einfachen entschieden. Weil ich keine Lust auf irgendwelche Frustmomente hatte. Waren im zweiten Teil dann doch sehr extrem. Bitte einmal absteigen. Können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Ich war mal so. Hallo, Herr Quartiermeister. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen?
Wir haben einiges gesammelt und wird auch schade, okay, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Also brauche ich die dann auch nicht automatisch im Inventar haben? Oder müssen die Zutaten trotzdem im Inventar drin bleiben? Kann ich verkaufen? Hallo, verkaufst du mal? Vor allem verkaufst. Hm. Tolles Deutsch. Das muss das beide noch. Das nicht. Auch nicht. Das für beide brauche ich auch nicht. Rein theoretisch bräuchte ich nicht mal diese Bolzen. Ich behalte sie dennoch. So, hier will ich nichts verkaufen. Das will ich auch nicht verkaufen. Ist das sinnvoll, was fürs Pferd zu kaufen? Wird nicht so schnell müde. Lassen sich Objekte verstauen. Windkarte. Bin zwar kein Windmeister, aber her damit. Bombe werden neu aufgeladen, heißt was. Sehr geil. Warum mache ich mir dann Gedanken? Danke für den Tipp, danke. Ich glaube, ich hätte mich sonst jetzt dumm und dämlich gesucht. Weil das ist jetzt ja so mein erstes Mal Witcher 3. Das heißt, ich habe hier vom Turboblasen noch keine Ahnung. Panikstufe. Ich glaube, das will ich mir noch nicht kaufen. Ich glaube, das will ich nicht. Auf Wiedersehen. Wie kann ich helfen? Indem du was reparierst und mir vielleicht was verkaufst. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Das möchte ich einmal haben. Sattel. Okay. Handwerkszutaten. Gut. Das ist aber eine ganz, ganz schöne Masse, die wir hier schon herstellen können. Oder? Heft. Nee. Bessinhose. Gut, haben wir aber nicht genug Money für. Gut, und die anderen Sachen brauchen wir nicht. Aber einmal reparieren. Ja, danke. Was ich halt machen muss, um neu zu bekommen, ist meditieren. Ja, das weiß ich. Das habe ich schon herausgefunden, zum Glück. Weil ich ganz am Anfang relativ viele Schwalben verwendet habe. Warum renne ich immer am Pferd vorbei? Und nicht ganz gescheckt habe, wie das funktioniert. Apropos, ich brauche auch jetzt wieder welche. Aber das hat noch Zeit, bis wir am Zielort sind. Ist ja nicht mehr so weit. Nein. Ich übergehe gegen Laufen. Ich will zu einfach geradeaus weiter. Es hat doch gerade erst angefangen zu regnen. Was jammert hier eigentlich immer rum? In einer Tour. Soll ich dir in den Arsch treten? Nein. Jetzt hier rum. Ja. Wir sind richtig. Aber wahrscheinlich nur so lange, bis ich mich das nächste Mal verlaufe.
Ah, nee. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder zumindest nur leicht angeschnitten, das Dorf. Oh, wieder Wildhunde? Nein, von euch will ich gerade nichts. Ich möchte einfach weiter. Hier ist ein bewachter Schatz. Pferdchen? Okay. Sind Wasserweiber. Und ein Wasser. Meine Lieblinge. Ja, vor allem das Wasserweib. Finde ich ja ganz prickelnd. Aua. Wie wäre das noch mit? Ich meditiere gleich. Problem ist mal weg. So, und bevor ich zu den anderen da hinten hinrenne, möchte ich gerne einmal meditieren. Geht das schon? Ja, geht schon. So. Gut, Schwalbe haben wir jetzt auch wieder. Sehr schön. Ah, hier ist dann die Bombe. Dann kümmern wir uns jetzt um die anderen Ertrunkenen. Ja, ich weiß, ich stelle mich nicht gerade gut an. Nein, gar nicht gut. Haha. Nein. Lasst mich in Ruhe. Nein. Bitte. Ich möchte jetzt eigentlich nicht sterben. Ich will mich nicht einfach in Ruhe lassen. Mhm. Blutiger Anfänger. Blutiger Anfänger. Blutmoos. Ja, gibt hier Blutmoos. Da läuft auch noch so ein Viech rum. Und einmal bitte speichern. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr getan. Wäre vielleicht ganz angebracht. Fläschchen. Nachricht. So. Rohes Fleisch. Und können wir dafür was Neues anziehen? Neun plus sechs. Mittlere Rüstung. Will ich eigentlich überhaupt tragen? Eigentlich möchte ich von dieser leichten Rüstung weg, ne? Denn die Stiefel ist schon mal ein guter Anfang. Was ist hier Igni-Zeichenintensität?
geht's jetzt hier mal rauf. Okay. Ich möchte mehr als 3 Schwalben tragen können. Das ist eindeutig zu wenig. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Gut, die Radspuren gehen hier lang. Und hier gehen sie von der Straße ab. Gut, der Wagen ist nicht weit gekommen. Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Und haben Rad verloren. Wir können theoretisch erhöhen, aber das dauert bei dir noch. Ich hab's fast befürchtet, dass es noch dauert. Schade. Es hätte ja sein können, dass es schon eher geht. Aber ja gut. Wir sind ja erst Stufe 7. Ja. Blutiger Anfänger. Ich kann das so immer wieder wiederholen. Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoplepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Wurde Katoplepas nicht diese komische Prinzessin im ersten Teil? Diese Ada? Die hat doch da so gern Katoplepas. Fändascht, als er nur unter dem Flug stand. Die Lage ist noch intakt, aber magisch kommt. Ach, das war hier Kairas Aufgabe. Wie Kaira das wohl erklären wird. Da hinten sitzt was. Mode heute. Hast. Ihr seid eklig. Wie die platzen. Menschlich. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Nee, hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die ja niemals eintraf. Willkommen im Wählen. Mhm. Den ersten Teil habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Okay. Müsstest du auf jeden Fall mal nachholen. Gut, das Kampfsystem ist, ja, ne? Es gibt Besseres. Aber storymäßig ist es echt ein geiles Spiel. Hätte ich damals, wo ich das allererste Mal den Teil gespielt hatte, nicht gedacht. Ich schlitz dich auf ihn, Schwein! Hab den nämlich letztes Jahr das allererste Mal nachgeholt. Als ich ein Let's Play von gemacht habe bei YouTube. Da hatte ich das zum ersten Mal gespielt. Und jetzt im Februar hier im Stream. Weil ich mir dann gedacht habe, jo, machst du einfach mal die komplette Ultra-Reihe. Und jetzt spiele ich es privat ein drittes Mal. Aua, aua, aua. Ich würde gerne am Leben bleiben. Ich mach den einfach müde. Reihe bilden. Mit wem willst du so eine Reihe bilden? Ist das eklig. Mit 3 war angefangen, mit 2 weitergemacht. Mit 3 wollte ich tatsächlich auch anfangen. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt von Witcher gehört hatte. Ich habe mich aber so in dieses Spiel halt reingeworfen gefühlt. Und kam mit dem Kämpfen kam ich soweit ganz gut klar, aber mit dem Alchemiesystem nicht, mit den Charakteren wurde ich nicht warm. Und ja, dann hatte ich es irgendwann nochmal versucht, habe dann ist tatsächlich 3 Stunden oder 4 Stunden durchgezogen. Dann war ich aber wieder raus aus dem Spiel quasi.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, Witcher 1, Witcher 2 war zu dem Zeitpunkt runtergesetzt. Also komm, gib ihm. Und dann habe ich mir das halt einfach gegönnt. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Das wäre schön. Leder, ja, das ist Leder. Schwerter will ich jetzt noch nicht unbedingt mitnehmen. Da hinten noch was. Ah, hier ist eine Kiste. Das Zehenstiefel. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich bin schon wieder im Semmelwahn. Geht doch wieder nicht gut aus hier. Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Egal. Nee, also ich war... Die Aufgaben hier mit Kyra, die habe ich noch hingekriegt. Ich habe aber diese ganzen... diese ganze Sache mit diesen Fragezeichen, was man da noch entdecken kann, das hatte ich alles in Weißgarten damals nicht gemacht. Und bin halt einfach nur strikt die Hauptquest lang gegangen. Und dann halt diese Quest hier mit Kyra. Aber ich kam irgendwie nicht klar. Und als dann irgendwann, ich glaube, die wilde Jagd aufkam, da dachte ich nur so, okay. Muss ich dafür vielleicht doch irgendwie... Was ist das? Was tun sie? Muss ich dafür die Vorgänger gespielt haben? Muss ich dafür die Bücher gelesen haben? Und irgendwie, ja. Ich kam halt auch mit diesen ganzen Tränken und so nicht klar, auch mit den Namen irgendwie nicht. Frag mich nicht so, wieso. Ich hatte mit dem Spiel so viel Probleme am Anfang. Jetzt, nachdem ich 1 und 2 gespielt habe, klappt das eigentlich. Ich komme zumindest besser rein als noch ganz am Anfang. Hallo Saskia. Schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Hattest du eine schöne Woche? Achso, das hatten wir ja untersucht jetzt. Wir sind jetzt endlich bei Witcher 3 angekommen. Hat er ja jetzt vor über einem... Ja, vor fast 2 Monaten mit der Witcher-Reihe angefangen. Die ersten 2 Teile habe ich relativ schnell durchgezogen. Hat mich sogar selbst überrascht. Okay. Laufen wir jetzt hier einfach mal querfeldein.